Yo, meine Freunde, gönnt euch den geilen Scheiß von Dubai Days Nutrition. Egal ob Proteine, Fettverbrennung, Aminosäuren, Pre-Workout, Health and Beauty oder Maßgainer. Bei Dubai Days Nutrition bekommt ihr alles, was ihr braucht. Mit dem Code Genghis44TV gibt es außerdem fette 30% plus ein gratis Shaker obendrauf. Reagierst du heute noch? Ja, ich wollte mit euch ein Video angucken gleich. Ich wollte mit euch ein Video angucken bezüglich Bandidos Clubhaus in Dortmund. Da gibt es ein älteres Video von. Ich habe vor, demnächst da mal ein neues Video von zu machen. Wir können uns gleich das alte angucken. Ich glaube, wir haben hier GEMA-Musik. Ja, scheiße. Wir haben hier GEMA-Musik, ey. Das ist natürlich schlecht. Was ist denn, wenn ich das leise abspiele? Scheiße. Ja, das Problem ist, dass halt Motorhead und ich glaube, mein Stream wird gleich weggestrikt, wenn ich glaube, mein Stream wird gleich weggestrikt, wenn ich die Mucke laufen lasse, ja? Aber das hier ist auf jeden Fall das, in Anführungsstrichen, neue Clubhaus in Dortmund. Aber ich muss jetzt die Mucke leider auslassen, ey. Kacke, ey. Mit Mucke ist natürlich ein bisschen geiler. Auf jeden Fall, das ist das neue Clubhaus in Dortmund. Also relativ neu, ist jetzt schon ein bisschen älter, ne, aber nicht mehr das. Die Leute wissen Bescheid, ja. Zu meiner Zeit hatten wir ein anderes Clubhaus, so. Damals gab's das noch nicht. Und das ist hier schon ein riesengroßer Klotz, Alter. Muss man mal ganz klar sagen. Ich weiß gar nicht, was das davor war. Aber der Typ hier hat eine Drohne von Arno, keine Ahnung was. Das hier ist ein Club. Oder was heißt leider? Ich glaube, da gab es auch diverse Vorwürfe. Aber so sieht das Ganze von innen aus. Ist schon riesig, ne? Ist echt schon riesig. Und hier oben hat man nochmal so eine Dings-Lounge. So VIP-mäßig, dass du von da oben runter gucken kannst. Vielleicht sieht man das jetzt gleich nochmal. Ich glaube, mittlerweile kann man da drinnen auch sogar trainieren und so. Das Geile ist halt auch, ne, wie viel Platz draußen war für die ganzen Motorräder, ne? Das ist halt auch crazy. Ich weiß gar nicht von welcher, das ist hier vor einer Party, glaube ich. Da soll dann noch eine Party stattfinden, glaube ich. Ja, und hier oben nochmal so ein Bereich, ja. Also kein Vergleich mit dem Clubhaus, was es davor gab, ne. Ich habe da so Schätzungen gehört, wie teuer das sein soll, auf jeden Fall krass. Wenn das stimmt, dann sage ich nur Chapeau. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Weil das wurde halt gekauft, ne? Was glaubt ihr? Ich stelle mal die Frage in den Chat einfach. Was glaubt ihr, wie teuer das ist, dieses Gebäude hier? Was meint ihr, wie viel die bezahlt haben dafür? Fünf Millionen, 1,3 Millionen, 1 Million, 1,5.
350.000. Also, ich habe gehört, es soll knapp unter einer Million gewesen sein, ja. Über 900.000 auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall schon eine stolze Summe. 900.000 mit dem Gelände drumherum und so. Ist schon wild. Ich glaube, jetzt gleich fliegt er auch nochmal raus. Wer hat das bezahlt? Ja, Clubkasse, ne? Clubkasse vom Chapter Dortmund halt, ne? Müsst mal überlegen. Das sind ja 40 oder über 40 Member seit zig Jahren, die jeden Monat da in die Clubkasse einzahlen. Plus Gewinne aus Partys und so weiter und so fort. Da sammelt sich schon was an, ne? In ein paar Jahren. Aber der Typ kann nur leider echt mit der Drohne nicht umgehen. Muss man bedenken, das ist auch eine ältere Drohne, ne? Mittlerweile die neuen Drohnen, Alter, die haben ja so viele Autofunktionen. Aber ich habe Bock, da ein neues Video von diesem Clubhaus zu machen. Das Ganze dann in Full HD oder 4K-Aufnahme, ne? Ich habe mir überlegt, demnächst mir diese DJI-Drohne, die Mavic 2, zuzulegen. Die kostet nur knapp 1000 Euro, Alter. Muss mal gucken, dass ich die bei eBay Kleinanzeigen oder so für 700 Euro, 600, 700 Euro schießen kann. Da hätte ich auf jeden Fall Kraft zu, ja. Aber es ist schon krass großes Gelände hier, ne? Kann man nicht sagen. Plus der Parkplatz, der noch dazu gehört. Und guck mal, da hinten geht's noch weiter, ne? Seht ihr, da ist noch so ein Gebäude dran. Also das, was ihr innen gesehen habt, war nicht alles, ne? Den Memberraum zum Beispiel habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Ne? Also, wie gesagt, ich werde mal gucken, dass ich davon ein neues Video mache. Könnte, glaube ich, ganz nice werden. Und dann schauen wir mal.